Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer neuen Webinarreihe Setups finden mit dem Smart Trend Indikator. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind und sich für das Webinar interessieren. Und natürlich freue ich mich auch, dass ja, der heutige Referent Marc Pötter mit uns hier diese Veranstaltung macht. Und ja, bevor wir dann auch gleich starten, schauen wir uns den Risikohinweis an. Und natürlich möchte ich auch für den einen oder anderen, der jetzt zum ersten Mal hier dabei ist, dann mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße den Namen von FX Flat. Und hier machen wir dann entsprechend mit dem Risikohinweis weiter, denn wie immer dient dieses Webinar oder unsere Webinare ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das ist ganz wichtig, ja? Sehr gut. Hallo Ingolf, ich grüße dich und natürlich auch alle anderen. Gut, dann übergebe ich jetzt sehr gerne den Bildschirm. Bin schon sehr gespannt. Ich habe den Indikator auch selber noch nicht gesehen und bin schon sehr neugierig. Und ja, Marc, wünsche dir viel Erfolg, viel Spaß. Ich bin natürlich im Hintergrund, wenn irgendwas ist und kann dann direkt einschreiten. Super, danke dir, Nelson. Ich übertrage mir meinen Bildschirm. Kleinen Augenblick. So, jetzt müsste man die Folie sehen. Also ganz kurz für die Leute, die mich noch nicht kennen sollten. Marc Pötter, mein Name, seit mittlerweile 13 Jahren professionell Trader und Investor. Also auf der einen Seite sehr kurzfristig unterwegs mit meiner eigenen Firma, wo ein kleines Team sind und gerade im Bereich Handelssysteme relativ viel machen, auch Dinge programmieren. Auf der anderen Seite Großteil meiner Altersvorsorge liegt in Aktien. Also das sind so die beiden Sachen, die ich persönlich richtig gern mache. Also Daytrading und langfristige Aktienanlage. Ich bin studierter Diplomkaufmann mit Schwerpunkt Kapitalmarkttheorie und auch zertifizierter Analyst. Und der eine oder andere könnte mich von diversen Veranstaltungen kennen oder auch von diversen Webinaren. Und ich freue mich, dass wir heute diese Reihe auf die Beine setzen konnten. Wird also immer alle 14 Tage sein. Donnerstags 15.15 Uhr. Wir haben es jetzt heute, ich gehe vielleicht mal direkt auch in die Handelsplattform rein, haben es jetzt heute so gemacht, dass wir die Zeit jetzt nicht extra nochmal verschoben haben. Wir haben jetzt im Prinzip schon bewusst und dem Nelson auch, dass wir jetzt quasi eine Stunde zu spät sind für die Markteröffnung der Amerikaner. Ja, wir sehen es hier, dass wir, na, hier haben wir, müssten wir eine Stunde jetzt vor uns, beziehungsweise genau 16:30 Plattformzeit, es war aber 14:30 unsere Zeit. Ja, dass halt da schon losging. Aber halt einfach, dass wir jetzt deutsche Zeit immer 15:15 haben, wo wir dann starten können. Ich würde jetzt eh zu Anfang ein bisschen was erklären zu dem Indikator, auch so ein bisschen das Setup, was ich gerne handeln möchte oder welche Märkte man handeln kann. Und dann in 2 Wochen werden wir uns aber dann voll darauf konzentrieren, dass wir eigentlich fast nur noch handeln, relativ wenig erklären, beziehungsweise wenn halt ein Trade drin ist, dass man halt dann so die Fragen beantworten kann. Was macht der Indikator? Also, wie der Name schon sagt, Smart Trend Indikator. Das ist natürlich immer so ein bisschen Wissen, dass wir alle wissen, wovon wir sprechen. Ich gerade mal gucken. Ich glaube noch nicht meine Maus hier nehmen. Noch da. Kleiner Blick. Kurz gucken. Eigentlich so ein Zeichentool. Das will er gerade nicht. Kleiner Blick. Und dann kann ich euch mich auch direkt die relevanten Dinge hier einzeichnen. Starte das hier mal neu, dass wir das haben. So, jetzt müsste es funktionieren. Ja, also von daher wichtig, der Indikator heißt ja Smart Trend. Ja, Smart natürlich in Anlegung an die Firma Smart Markets. Ja, was für uns wichtig sein soll, ist Trendindikator. Ja, und das ist natürlich immer etwas, wir suchen natürlich als Trader nach dem Indikator, der uns zu 100% immer alle richtigen Signale zeigt. Den werden wir nicht finden, also diesen sogenannten Heiligen Gral werden wir nicht finden. Ja, aber was wir natürlich machen können, wir können Indikatoren entwickeln. Entweder zum Beispiel so Oszillatoren, die sehr gut funktionieren, wenn wir so einen Seitwärtsmarkt haben. Oder aber, und deswegen ist wichtig, wir wollen den Indikator dann nutzen, wenn wir einen Trend haben. Das heißt also, wenn der Markt zum Beispiel so nach oben geht, wenn wir einen Trend haben, um dann wissen zu können, ja, wo ist denn ein guter Punkt, dass wir Long einsteigen oder wo ist zum Beispiel ein guter Punkt, dass wir halt Short einsteigen. Also das ist wichtig, dass wir so einen Indikator, also so guten Werkzeug auch sein mag,
Wir können es immer nicht blind nutzen, sondern deswegen machen wir auch diese Webinarreihe, dass ich immer mal wieder zeige, wie nutze ich ihn und dass wir also auch dann in einem Trendmarkt sind. Also das ist wichtig, da zu wissen. Und ihr seht schon, ansonsten ist der Indikator mit absichtlich relativ einfach gehalten. Ja, also nach so einem typischen Ampelsystem, dass wir also sagen können, grün, na, zum Beispiel dann deine Zielphase, also mit dieser Kerze, der zeigt sofort grün an, da würde man also entsprechend long einsteigen. Na, die roten Phasen dann, da würde man short einsteigen. Na, also hier zum Beispiel, ihr seht, ganz blind handeln kann ich den Indikator nicht, muss schon so ein bisschen gucken, dass ich halt mit dem Trend natürlich gehen möchte. Ja, aber hier zum Beispiel auch, hier wäre die erste rote Kerze, da könnte man entsprechend bis hier runter handeln. Und dann kommt die grüne Kerze und dann geht es auch entsprechend rauf und dergleichen. Also von daher absichtlich so, dass man relativ einfach erkennen kann, geht es long, geht es short. Ja, und gerade halt, wenn man das auch mal in einer etwas größeren Zeitebene sieht, dann sieht man auch gerade, sobald wir ein bisschen mehr Trendbewegung haben, ist das natürlich sehr, sehr angenehm. Ja, ihr seht hier, dass man damit in dem Moment, wenn es ein bisschen trendlastiger wirkt, natürlich dann auch zügig in den Markt reinkommt, ja, und dann auch sehr lange solche Phasen dann natürlich anhalten können. Ich bin ein ganz großer Freund davon, mit einem hohen CAV zu handeln. Und das möchte ich euch mal zeigen, weil das ist meines Erachtens das, wo man mit so einem Indikator die Stärken richtig ausspielen kann. Ja, ich gehe nochmal hier in die eine Minute rein, beziehungsweise ich persönlich sonst handle meistens 5 Minuten. Aber ist also auch für die Leute von euch, die mal ein bisschen scalpen möchten oder sowas, halt interessant. Ja, das ist ja hier auch gerade bei FX Flat sehr interessant zum Beispiel. Da handle ich sehr gerne den Dow Jones. Einfach weil man den mit 1,5 Punkten Spread handeln kann. Das ist super günstig. Ja, und als Scalper brauchen wir natürlich auch immer sehr günstige Konditionen. Deswegen hier halt gerade interessant so ein US-30. Deswegen habe ich den auf, also dass ihr da nachvollziehen könnt, warum will ich überhaupt jetzt den Dow Jones handeln? Ja, einfach weil der relativ gesehen deutlich günstiger ist als zum Beispiel ein S&P 500. Ja, der zwar eine sehr hohe Liquidität hat, aber einfach von der Schwankungsbreite nicht so stark ist. So, ich sagte gerade, was für mich wichtig ist, ist das CAV. Ja, und zwar heißt das eigentlich nichts anderes. Ich male das mal ganz kurz auf. Wir haben einen Einstieg, sagen wir mal hier. Dann haben wir einen, typischerweise einen SL, den wir nutzen wollen. Der ist meinetwegen hier. Und dann haben wir einen Take Profit, den wir nutzen wollen, weil den ich nutzen möchte. Und sagen wir mal, der ist zum Beispiel hier. Take Profit. Und jetzt ist das CAV, ist das Chance-Risiko-Verhältnis. Das heißt also, unsere Chance ist ja diese Strecke hier, also vom Einstieg den Gewinn, den wir machen können. Ja, das ist also C für Chance. Und dann haben wir hier unser Risiko. Ja, das ist das dann eine R. Und das setzen wir quasi ins Verhältnis, dass wir also dann sagen können, Chance durch Risiko. Na, und jetzt nehmen wir mal an, wir haben hier hätten wir 100 €, die wir einsetzen, dann ist ja das so von der Größe, könnten das zum Beispiel 300 sein. 300 €, die wir hier verdienen können, dann hätten wir also entsprechend 300 durch 100, hätten wir also ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3. Ja, also dass wir das Dreifache verdienen können. Das heißt, es ist natürlich für mich sehr interessant, dass ich tendenziell den Stopp quasi diese Strecke hier habe, als dass ich das gleiche Setup habe, aber ich habe meinen SL hier unten. Ja, weil dann hätte ich natürlich so eine große Risikostrecke und hätte nur so eine Strecke hier, die ich verdienen kann. Und das ist, denke ich, gerade ein großer Vorteil von diesem Indikator. Deswegen ist er auch im Prinzip so aufgebaut, dass wir also hier, ja, auch immer diese Seitwärtsphasen haben mit diesem Grauen. Und das ist also immer das, wenn ich einsteige, dann möchte ich im Prinzip den Stopp tatsächlich unter die letzte oder unter die graue Kerze setzen. Ja, das zeige ich nochmal eben. Also Einstiegs. Möglichkeit 1 wäre dann folgendes. Dann gucken wir jetzt mal, wo wir hier sowas Typisches haben. Und mal hier sowas raus mit Zoom mal ein bisschen rein, dass ihr das ein bisschen besser sehen könnt. So, ich glaube, so kann man es ganz gut sehen. Ja, und dann hätten wir zum Beispiel, dass der Kurs hier hochgeht, die Kerze wird grün. Dann hätten wir hier den Einstieg und der Stopp kommt dann entsprechend hier drunter. Ja, das ist jetzt in dem Fall, ist der Stopp sogar etwas weiter.
Ja, wir sehen, wenn wir es anders halt haben. Hier zum Beispiel, hier kommen wir vom roten Bereich, wo wir also nicht long einsteigen wollen, hätten hier wieder so einen neutralen Bereich und würden dann mit dieser grünen Kerze einsteigen. Und da haben wir es dann so, dass wir sagen können, wir haben unseren Einstieg mit Öffnung dieser Kerze, also den haben wir entsprechend hier. Und dann kommt unser Stopp tatsächlich direkt hier drunter. Ja, ihr seht also, dann ist der Abstand hier, also unser Risiko, das ist nicht viel. Ja, und wenn es dann natürlich entsprechend weiter rauf geht, das ist exakt das, wo der Indikator seine Stärken ausspielt, dass wir also dann, wenn so eine Marktbewegung kommt, ja, dass wir dann hier so eine Chance haben. Es wird nicht immer in der Größenordnung sein, ja, dass wir die Chance haben, aber dann hier quasi nur einen relativ engen SL, also ein relativ enges Risiko haben. Ja, und das ist halt hier interessant und da ist natürlich auch mal wichtig, dass wir deswegen da natürlich auch mal ein bisschen gucken wollen. Also für mich zum Beispiel ist ein Setup nicht so interessant, wenn ich sowas habe hier, dass die grüne Kerze hier oben kommt und ich müsste dann meinen Stopp hier drunter setzen. Ja, das wäre zum Beispiel etwas, das Signal würde ich überhaupt nicht handeln wollen, weil da das Verhältnis Chance zu Risiko ist hier schlecht. Ja, das kommt nicht häufig vor. Typischerweise ist der Stopp da deutlich enger. Ja, aber das kann vorkommen und dann würde ich zum Beispiel das Signal hier gar nicht handeln. Und natürlich auch grundsätzlich, wenn wir in einem Aufwärtstrend drin sind, dass es so nach oben geht, dann will ich natürlich tendenziell long probieren reinzukommen. Das heißt, selbst wenn mir der Indikator, was natürlich passieren kann, dass er mir hier zum Beispiel ein Short-Signal anzeigt, möchte ich natürlich in dem Kursverlauf, den wir seit die letzten 3 Tage haben, möchte ich da natürlich eher nicht short einsteigen. Na, ich zeige das nochmal ganz kurz. Wir haben hier, ja, hier die letzten Tage geht ganz rasant hoch. Und dementsprechend, wenn ich halt sehe, dass wir so einen Druck nach oben haben, auch dass wir gerade heute, auch im DAX zum Beispiel, mit einem großen Gap nach oben aufgemacht haben, ja, in dem Moment will ich mich natürlich erstmal long orientieren und nicht sagen, dass ich erstmal gegen diesen Trend handeln kann. Der Kurs kann natürlich immer drehen, aber typischerweise ist es so, dass so ein Trend, die so eine Übertreibung, die kann relativ lange anhalten. Und das möchten wir natürlich gerade mit so einem Trendindikator auch dann ausnutzen. So, gucken wir jetzt mal direkt, ob wir hier gleich noch irgendwo einsteigen können. Ich zoome wieder etwas rein. Ob wir in der 1 Minute. Ja, da zum Beispiel wäre jetzt der neue Einstieg hier da gewesen. Stopp entsprechend hier drunter. Und das ist dann ein Risiko, was wir hier haben von 18 Punkten. Und aktuell ist er 6, jetzt gleich im Prinzip 10 Punkte vorne. Ja, also ihr seht, und das sind jetzt innerhalb von 2, 3 Minuten. Ja, so kann ich den Indikator nutzen. Wir gucken jetzt auch, dass ich den gleich mal, ich wollte erstmal nur so ein bisschen erklären, wo ist überhaupt der Vorteil, aus welchem Grund nutze ich diesen Indikator. Und jetzt seht ihr auch, deswegen ist er so, also mal optisch von den Farben her so einfach dargestellt, dass ich sofort sehe, wo steige ich ein. Und ihr werdet auch sehen, sobald eine Kerze öffnet, in dem Moment sehe ich, ist die grün, ist die rot und dann weiß ich, gehe ich long ran oder gehe ich short ran. So, Frage kommt, wo kann man den Indikator beziehen? Das ist eine gute Nachricht. Die meisten hier sind ja wahrscheinlich FX-Flat-Kunden. FX-Flat sponsert den, also kann man kostenfrei dann bei FX-Flat einsetzen. Ich zeige das mal eben und gebe da auch den Link rein gerne. Ja, wir haben hier eine Seite aufgebaut. Könnt euch gerne mal durchlesen und dann kann man auch hier unten direkt, wenn wir den freischalten, kann man den sofort hier runterladen und entsprechend reinsetzen. Na, ich setze das für alle mal in den Chat rein. Das ist für FX-Flat-Kunden, können den komplett kostenfrei nutzen. Und natürlich, wenn du Kunde bist, selbstverständlich kann man den auch ein paar Wochen vorher im Demokonto testen. Das ist ganz klar. Das muss ja keiner, also bin ich zumindest kein Freund von, dass man irgendwas zwangsweise mit Echtgeld testen muss. Also wer Kunde ist, der bekommt es finanziert von FX-Flat und kann dann natürlich auch 2 Wochen oder so das im Demokonto einmal testen.
Also frag und ob man die Farben der Kerzen ändern kann. Ja, auch das kann man machen. Ich gehe mal hier auf Indikatoren, Smart Trend, dann sagen wir Eigenschaften. Und hier unter Farben kannst du dann hier sagen, dass du anstatt Rot möchtest du, was ich lila haben oder sowas. Und das geht dann auch, dann werden die entsprechend lila. Ich persönlich mag einfach diese Ampelfarben gerne, aber das ist beides möglich, dass man das machen kann. Ja, und das ist halt hier, jetzt habe ich es natürlich nicht live mitgehandelt, aber ihr seht, also dass dadurch halt, dass der Indikator euch im Live-Betrieb das Gleiche zeigt, wie im Nachhinein kann man so einen Chart perfekt durchgehen. Und ne, hier wäre halt genau da der Einstieg gewesen. Stopp hier drunter und ihr seht genau das, was ich gerade auch schon angedeutet habe. Ja, hier das Risiko und hier oben ne, macht er einmal einen Satz hoch. Chance, das ist ganz genau das, wo der Indikator seine Stärken ausspielt und funktioniert halt. Gerne mal ausprobieren im 1-Minuten-Chart. Dann natürlich gut, wenn wir eine hohe Schwankung haben mit einem niedrigen Spread. Ja, also da müsst ihr bitte ein bisschen aufpassen. Da gibt es Instrumente, die sind dafür nicht so gut geeignet. Das will ich vielleicht auch noch mal kurz zeigen. Ja, wenn wir zum Beispiel so in so Währungspaare reingehen, nehmen wir mal hier so ein Austral-Dollar, Kanada-Dollar. Mal da ins 1 Minuten. Hier seht ihr, das ist aber einfach durch die Währungspaare. Da, ne, ihr seht hier quasi den Abstand von Ask und Bid. Also, ne, wenn ihr jetzt kaufen würdet, bei der roten hier wird man einsteigen, bei der grauen aussteigen. Da seht ihr, dass die Kosten fast so groß sind wie eine ganze 1-Minuten-Kerze. Ne, das ist dann natürlich für ein Scalpen nicht so gut geeignet. Also, da müsste ich dann eher mal in 5 Minuten gehen oder ne, sowas. Guck mal hier, 5 Minuten zum Beispiel, haben wir auch schöne Trends, die man hiermit wunderbar abgreifen kann. Ne, aber da ist es nicht so geeignet, also zum Scalpen, meines Erachtens, so aus meiner Erfahrung her. Deswegen halt zum Beispiel so ein Dow Jones, ja, wo man sieht, dass der Spread also im Vergleich zur 1-Minuten-Kerze relativ niedrig ist. Und das ist dann perfekt dafür. Ja, oder auch zum Beispiel ein DAX. Ne, auch hier, ne, das wäre zum Beispiel auch für die, die ein bisschen längerfristig handeln wollen, Stundenchart, Swing Trades, ja, kann ich hiermit wunderbar machen. Aber auch wenn ich jetzt hier drin bin, ne, das sieht man auch, dass man das gut funktioniert. Also es ist immer wichtig, dass du einfach hier kleine Kosten hast, dass wenn du zum Beispiel hier einsteigst, ne, wo wir quasi nicht so einen langen Trend haben, aber selbst hier hätten wir dann, dass wir den Einstieg gehabt hätten, ne, sagen wir zum Beispiel hier mit der grünen Kerze, Stopp kommt hier unter die graue Kerze, ja, und auch hier hat man vielleicht nicht ganz 1:1 Verhältnis, aber trotzdem, ja, ich komme schon mal deutlich in die positive Zone und das ist halt wichtig und das schaffe ich halt nur, wenn, wie gesagt, hier das Spread entsprechend klein ist und das ist gerade interessant beim DAX oder auch zum Beispiel Dow Jones. Ja, Nasdaq kommt, also Frage kommt, ist der Indikator Repainting? Da sehe ich einen Fachmann, genau. Repainting, das heißt folgendes, das zeige ich vielleicht mal. Der MACD zum Beispiel macht das. Für den, mal hier den rein, dann kann ich das mal erklären. So, was im Prinzip heißt das Repainting? Das heißt, dass der nachzeichnet. Heißt zum Beispiel folgendes, wenn du ein MACD hast und du willst einen Schnittpunkt handeln. Ja, und sagen wir, der ist so, der kommt ja so. Und dann kommt meinetwegen die andere Linie, die kommt meinetwegen so. Und dann kann das zum Beispiel sein, dass in dem Moment, wenn die Kerze oben grün ist, dass hier diese, dass die untere Linie, dass das auf einmal so aussieht. Ja, also das heißt, du hast dann quasi in dem Moment das Handelssignal long. Aber in dem Moment, wenn die grüne Kerze auf einmal rot wird, also in der laufenden Kerze, dass das dann folgendermaßen aussieht, dass der dann wieder im Prinzip so ist. Also wirst du sehen, dass der mit jedem Tick kann das dann sein, dass er auf einmal Signal hat, kein Signal, Signal, kein Signal. Und das ist natürlich zum Traden schlecht, weil im Nachhinein sieht das dann so aus, ach ja, sieht man, ich hatte hier kein Signal. Aber im Live-Betrieb wärst du dann vielleicht sogar schon ein, zwei Mal eingestiegen. Nein, das macht der Indikator nicht. Wie gesagt, der zeigt dir im ersten Tick von der neuen Kerze direkt, ob long oder short. Ja, nochmal hier zurück auf US 30 zum Beispiel. Ja, also das heißt, mit Öffnen von dieser Kerze zeigt er sofort an grün und die Kerze ändert sich auch dann nicht mehr. Ja, also das heißt, es kann durchaus sein, dass diese Kerze hier zum Beispiel, dass die nach unten geht,
aber die würde grün bleiben. Ja, das ist da der ganz große Unterschied. Also Frage kommt noch, was ist der signifikante Unterschied zum Heiken Ashi? Heiken Ashi hat den Unterschied, dass die Formel ist eine andere. Also von daher wirst du da andere Einstiegssignale bekommen. Und meines Erachtens, also oder was ich persönlich beim Heiken Ashi nicht vorteilhaft finde, ist, dass dass die Kerze dir nicht anzeigt, wo der Kurs ist. Also der Heiken Ashi, die Kerze bildet nicht eins zu eins den Kursverlauf ab, weil die Heiken-Aschen-Kerze halt anders ausgebildet wird. Frage kommt, worauf der Indikator basiert. Das ist eine gute Frage, ist im Prinzip aber ich sag mal, ähnlich wie die meisten Trendindikatoren. Selbstverständlich ist es eine Formel, die im Prinzip einen gleitenden Durchschnitt mit drin hat. Also letztendlich, was wir beim Trend ja immer machen wollen, ist, dass wir logischerweise gucken, wenn quasi der kurzfristige Kurs, wenn der höher ist als ein mittlerer Kurs, also das heißt als mittlerer Durchschnitt oder ein langer Durchschnitt oder dergleichen, in dem Moment haben wir tendenziell ein Trendmarkt oder das oder ne, also so von daher es sind hier Formeln drin, die also auch in diversen anderen Indikatoren mit drin sind. Ich sag mal, die Kombination macht es im Prinzip aus, dass wir also quasi auf der einen Seite eine Trendformel drin haben, auf der anderen Seite aber halt auch, ich sag mal, probieren in dieser Formel, dass wir auch diese Seitwärtsmärkte irgendwo so ein bisschen rausbekommen. Ja, wenn du einen normalen gleitenden Durchschnitt hättest, hättest du ja quasi eine Linie, wo du dann quasi nur rot oder grün hättest. Hier haben wir es so, dass wir also extra halt auch mit diesen Mittelkerzen, dass wir also dann da auch direkt den SL mitsetzen können. Also von daher, aber wie gesagt, letzten Endes, es sind fast alle Trendindikatoren auf der Welt, egal wie sie aussehen, werden natürlich aus historischen Kerzen ausgerechnet. Und die Grundlogik dahinter ist natürlich immer, dass wir Folgendes sagen, dass wir sagen können, ne, in dem Moment, wenn der Kurs so läuft, ja, und wir sehen dann auf einmal geht es irgendwie, sagen wir, schneller oder kurzfristig schnell nach oben, das ist natürlich immer die Indikation. Also das sieht man ja auch. Es geht hier so ein bisschen seitwärts und dann kommt eine Kerze, die geht schneller hoch und in dem Moment schaltet der Indikator auf Long. Also von daher, ich sage mal, das ist im Prinzip kein Geheimnis. Also grundsätzlich musst du sagen, wenn du den Indikator einsetzen möchtest, sollte natürlich diese Trendlogik, diese Trendtheorie, das sollte schon oder da sollte man schon sagen, das macht Sinn für dich. Ne? Also mal sonst macht der Indikator keinen Sinn. Ne? Aber wie gesagt, mit einem sehr großen Vorteil, dass wir halt direkt, und das haben die wenigsten Indikatoren, dass man halt direkt Stopp setzen kann. Ne? Weil, wie gesagt, weil das ist der ganz große Unterschied. Ja, das Geld kommt bei meinem Trading immer daher, dass ich halt sagen kann, wenn ich hier einsteige und der Kurs für mich läuft, dann möchte ich das Vielfache haben. Das Vielfache von dieser einen Risikoeinheit. Ja, und damit mache ich mein Geld. Also das heißt, ich mache mein Geld nicht damit, dass ich sagen kann, von 10 Trades bin ich mit 8 Trades positiv. Ne? Damit mache ich mein Geld nicht, also nicht über die Trefferquote. Na, und deswegen suche ich persönlich auch für mich immer nach Indikatoren, ja, wo ich nach Möglichkeit in das Momentum eines Marktes relativ schnell einsteigen kann. Ne? Aber halt auch, wenn es gegen mich läuft, was ja auch durchaus passieren kann. Ja, dass ich auch dann, wenn er jetzt hier runterlaufen würde, dass ich auch dann hier relativ schnell wieder draußen bin. Ne, ich möchte also quasi im Markt nicht irgendwie Recht behalten oder sowas, sondern ich möchte mich eigentlich relativ zügig auf die Marktphase anpassen. Ja, jetzt kommt mal eine Frage, gibt es diesen Indikator für MT4? Ne, sonst kommt die Frage bei uns, gibt es den Indikator für den MT5? Nee, für den MT4 haben wir den nicht, weil tatsächlich ja mittlerweile jeder Broker und ja auch Expert ja in allen Bereichen den MT5 anbietet. Und ich meine sogar, also ich hätte gesehen, dass man sogar auch vom MT4, weiß gar nicht, ob man da noch ein Demokonto machen kann oder nicht, wenn man es testet. Wir haben den jetzt nur für den MT5. Ne? Aber soweit ich das weiß, das kann aber auch der Nels vielleicht gleich noch sagen, du kannst auch, wenn du ein MT4-Konto hast, kannst du ein mit ein oder zwei Klicks oder auf Anfrage, kannst du ein MT5-Konto parallel dazu haben. Ne? Also man muss sich nicht entscheiden, will ich nur MT4 oder MT5, sondern du könntest, wenn du Indikatoren von MT4 hast, ein Konto damit handeln
und dann, ich sag mal, Geld transferieren auf dem MT5-Konto und das im Prinzip parallel halt dann so zusätzlich zu dem MT4-Konto handeln. Das geht Ja, alles. natürlich kann man parallel noch ein zweites Konto eröffnen, in dem Fall ein MetaTrader 5. Man muss auch nicht den Kontoprozess nochmal durchgehen, einfach um dann Live-Kundensupport entsprechend anschreiben oder kurz uns anrufen, dann können wir alles in die Wege leiten. Genau, Frage kommt auch, gibt es einen Indikator für den NinjaTrader? Nein, das ist ein reiner MT5-Indikator. Also Frage kommt, läuft dieser Indikator zusammen mit dem Stale Trader? Ja, weil es ja ein Indikator ist, ne, das ist dann damit der Vorteil zu einem Handelsroboter. Du kannst natürlich jetzt hier so viele Indikatoren reinbauen, wie du möchtest und müsste meines Erachtens auch mit dem Stale Trader funktionieren, weil du da ja auch noch zusätzlich Indikatoren reinbauen kannst. Ja, weil du ja quasi hier dann sagst, also du könntest ja zum Beispiel auch jetzt den Smart Trend Indikator verbinden und sagen, ich möchte den verbinden mit, was haben wir denn zum Beispiel noch, mit einem Alligator zum Beispiel. Ja, also du kannst so viele Indikatoren reinbauen im Prinzip, wie du möchtest da, ne? Das geht alles. Ja, aber ich denke, man sieht halt hier gerade auch im Prinzip sehr schön 1-Minuten-Chart, ne? In dem Moment, wenn wir einen leichten Trend haben, reicht aus, ne? Und der große Vorteil ist, dass ich halt relativ schnell reinkomme, ne? Oder auch zum Beispiel hier, ne? So typischerweise, was man ja auch in sehr vielen Trading-Büchern lernt, wäre der typische Einstieg ja hier, wenn man dann, was weiß ich, Markttechnik oder sowas, wenn ich halt hier über dieses Hoch, dass ich dann halt hier long einsteige und dann setze ich halt den SL unter das Tief. Das wäre zum Beispiel typischerweise so, das kann man auch so machen. Wie gesagt, für mich persönlich nicht so interessant, weil ich habe halt hier wieder einen relativ weiten SL und dementsprechend, wenn er dann so schön hochläuft, habe ich halt hier wahrscheinlich ungefähr 1 zu 1, würde ich mal tippen. Also wenn ich hier 100 € Risiko habe, dann hätte ich hier 100 € verdient. Und hier bei dem Indikator, was halt da wieder schön ist, also jetzt muss man halt auch der Typ für sein, dass man gerne kurz und knackig handelt, also auch mal mit einem engen Stopp handeln möchte. Das ist nicht jedermanns Sache. Ja, aber halt hier zum Beispiel in dem Moment, wenn der hier von Rot, wo wir gesagt haben, übergeordneter Trend ist long, das heißt tendenziell wollen wir long rein, dann kommt mit Öffnen dieser grünen Kerze, kommt der Long-Einstieg. Und tatsächlich, ich setze dann meinen SL hier unter diese graue Kerze. Ja, natürlich werde ich da häufiger ausgestoppt, als wenn ich es hier drunter setze. Ja, wenn ich dann damit 50 Trades mache, das ist klar. Aber ich habe natürlich wiederum diesen schönen engen Stopp. Und dann habe ich natürlich das Vielfache, wenn er halt hier drauf geht. Ja, und das ist für mein Traden, ist halt das sehr, sehr interessant. Ja, damit muss ich auch nicht so häufig richtig liegen. Es reicht vollkommen, wenn ich von 10 Trades 3, 4 Trades treffe, reicht mit dem Indikator vollkommen. Frage kommt, wo finde ich den Indikator? Den kannst du über FXWett nutzen. Ich habe den Link in den Live-Chat reingesetzt. Also bitte einmal Chat aufmachen. Und dann kannst du den sehen. Ich kann die aber auch nochmal hier reinsetzen. Geht aber auch für die Leute, die sich auch längerfristig Sachen angucken wollen. Zum Beispiel 4-Stunden-Chart. Auch hier kann ich halt damit sehr, sehr praktisch auch so einen übergeordneten Trend ganz gut einschätzen. Ja, also das ist das, was ich schon mache, dass ich also, auch wenn ich in 1 Minute oder 5 Minuten handle, dass ich dann gerade, sagen wir, für die Vorbereitung für so einen Handelstag, dass ich dann halt einmal in die übergeordneten Zeitanreihen gehe. Ja, bitte machen wir mal hier die Pivotpunkte raus. Die stören jetzt etwas. Ja, aber dass ich halt dann auch hier sehen kann, okay, Tagesschart jetzt war eher short. Für die 1 Minute ist auch Tagesschart meines Erachtens nicht interessant, aber Stunde zum Beispiel wäre interessant. Und jetzt kann ich hier wunderbar sehen, auch mit dem Indikator, es ist alles grün, ja, seit gestern. Und von daher, für die 1 Minute sind wir definitiv im Aufwärtstrend. Und dann kann ich hier auf die Minute umstellen, ne, und bekomme dann halt meine entsprechenden Einstiege.
Frage kommt noch, welche Zeiteinheit ist optimal für diesen Indikator? Wie gesagt, hiermit kannst du gerade halt in dem, also je nachdem, was du halt handelst, ne, Dow Jones, DAX zum Beispiel, die eine Minute ist wirklich hier hochinteressant zum Scalpen. Und ich persönlich bin auch ein großer 5-Minuten-Freund, aber tatsächlich mit diesem Indikator ist die eine Minute richtig interessant. Und ansonsten aber auch wieder Stunde. Also ne, letzten Endes in dem Moment, wenn wir irgendwo ansatzweise einen Trend haben, dann spielt der Indikator seinen Vorteil aus, gerade halt auch, weil wir dann häufig diesen engen Stopp haben und dann mit einem schönen hohen CRV reinkommen. Gucken wir mal eben, im DAX haben wir es gehabt. Ich will auch mal zeigen, ne, wo man da natürlich auch ein bisschen aufpassen muss. Also das heißt natürlich hier zum Beispiel, wir wollen natürlich in so einer Seitwärtsphase hier, da im Prinzip wollen wir nicht zu häufig wechseln. Ne? Also das wäre nicht gut, wenn ich sehe, dass die Kerzen wirklich so nebeneinander sind. Also ich zeige das mal nochmal aufgemalt. Also in dem Moment, wenn ich halt sehe, dass der Markt hier so eine Kerze macht und dass der eigentlich sag mal, fast nur seitwärts geht, ne, dann möchte ich dann natürlich nicht, dass wenn die eine Kerze dann doch, ich sag mal, so einen kleinen Tick nach oben macht, Und die wird dann grün, da möchte ich nicht einsteigen. Ja, aber deswegen zum Beispiel halt auch interessant, deswegen machen wir es ja auch um 15.15 Uhr, weil natürlich gerade morgens zur Markteröffnung zwischen 9 und 11, da ist meistens Marktbewegung drin. Ja, wenn die Amerikaner aufmachen, also 15.30, 16 Uhr, 16.30, 17 Uhr, da ist häufig viel drin. Ne? Aber ich sage mal, selbst wenn wir nicht so einen starken Markt haben, ne, du siehst vom Verhältnis her, auch im Prinzip hier, wenn du hier reingehst, ja, stopp hier drüber. Aber hier zum Beispiel siehst du ein Beispiel, dass er dann tatsächlich einen ausgestoppt hat. Das ist der Nachteil, wenn ich den engen Stopp habe. Macht aber nichts. Na, dann hab ich den verpasst. Dann kommt der Einstieg mit der grünen Kerze hier. Stopp kommt hier drunter. Und hier habe ich definitiv schon wieder 1,5 R verdient, obwohl wir keinen starken Trendmarkt haben. Ja, also von daher, in dem Moment, wenn ich einen niedrigen Spread habe, bin ich in den meisten Fällen, bin ich tatsächlich dann schon etwas vorne, dass ich zumindest schon mal mit dem Trade arbeiten kann. Ja, und wie gesagt, ich werde also alle 14 Tage dann auch, dass wir dann auch intensiv live handeln. Ich wollte heute ein bisschen mehr erklären, aber dass ich dann auch noch Tipps gebe und dann gerne immer wieder reinkommen ins Webinar, Fragen stellen, ne? Also gerne auch im Vorfeld mal, wenn ihr Lust habt, einen Chart schicken oder sowas, kann ich dann hier mit ins Webinar reinnehmen, dass man sich sowas anschaut, dass man dann sehen kann, ja, war es ein Einstieg, weil bei vielen Sachen ist ja auch so, es kann sein, dass ich einen guten Einstieg habe und dass ich trotzdem Minus mache. Ja, und das ist etwas, womit wir Trader leben müssen, dass wir halt nicht sagen können, so nach dem Motto, du hast Geld verloren, das war falsch, du hast Geld gewonnen, das war richtig, sondern bei einer Strategie ist es ja zwingend notwendig, dass ich halt auch, also dass ich die Signale nutze, die da sind, die guten Signale, aber ein gutes Signal kann halt auch sein, dass das Ergebnis schlecht ist. So, ne, und wir hatten da halt gerade, ne, nachmittags so ein Dow Jones, der ist einfach mega trendstark, also das macht richtig Spaß. Wir können aber auch mal gucken, Nasdaq ist auch häufig interessant. So, hier sind wir jetzt im übergeordneten Trendverlauf. Da sehen wir im Stundenbereich ganz, ganz klarer Long-Trend. Ja, dementsprechend will ich da auch im kurzfristigen Bereich Long rein. Ja, und wenn ich dann hier umstelle, auch hier sehen wir, ne, dass das entsprechend gut funktioniert. Ja, also jetzt hier zum Beispiel zur Markteröffnung hätten wir also dann eben gehabt. Na, wir waren jetzt mal vor Markteröffnung. So, hier ist der Long-Einstieg. Ja, grün, ja, nicht ganz optimal, der kommt natürlich ein bisschen zurück, ist aber nicht schlimm. Wir setzen ja den SL, ja, wir haben jetzt hier mehrere graue Kerzen unter die graue Kerze, also ne, nicht unter die letzte graue Kerze, sondern wenn hier mehrere graue Kerzen sind, dann quasi unter den Start von den grauen Kerzen. Das heißt also, haben wir hier den SL, hier haben wir den Einstieg, ne, und dann kommt er zwar nochmal runter, aber bleibt im Aufwärtstrend drin und dann geht er hoch. Und das ist ganz genau das, was wir halt damit handeln wollen. Ne? Und hier ist nochmal schön zu sehen, ne, dass wir natürlich hier ein bisschen aufpassen, wenn wir hier so einen starken Aufwärtstrend haben, dass wir dann natürlich hier nicht so eine rote Kerze nutzen wollen.
So, gehen wir mal zurück. Dow Jones. Ja, das sind auch immer so Fragen, die jetzt so kommen. Ja, in dem Moment, wenn wir jetzt hier zwischendurch so eine graue Kerze haben, machen wir gar nichts. Ja, also das heißt, in dem Moment, wenn wir hier, also quasi wenn wir frühzeitig long eingestiegen sind, in dem Moment, wenn die graue Kerze kommt, machen wir gar nichts. Da geht es weiter. Ausstieg, ne, kannst du so machen, dass im Prinzip in dem Moment, wenn die erste rote Kerze kommt, dass du dann aussteigst. Oder aber, und das ist ja mal schön, in dem Moment, wenn du schon erfahrener Trader bist, nutzt gern mal typische Dinge, was wir auch dann haben, dass man dann sagt, ne, ich habe auch meine Unterstützung, Widerstände aus anderen Zeitebenen. Und wenn er da gegen dicken Widerstand kommt, ruhig Kasse machen. Ne? Also ich bin großer Freund davon, in dem Moment, wenn ich ein Vielfaches erreicht habe, sagen wir mal 2R, 3R oder sowas, in dem Moment sollten wir Geld verdienen. Also es macht keinen Sinn, weil ich will noch ein Beispiel zeigen. Es macht keinen Sinn, dass wir, sagen wir mal, wir steigen hier ein, ne, Stopp, mir drunter. Also ich mache jetzt mal absichtlich mal einen relativ engen Stopp, sagen wir mal hier. Ja, dann macht es keinen Sinn, dass der Kurs bis hier oben für uns läuft und wir haben schon als Beispiel mal hier oben 3R verdient. Und dann kommt der Kurs runter und stoppt uns hier mit plus minus null aus. Ja, das darf nicht passieren. Selbst wenn er dann im Nachhinein weiter steigt, ja, wir wollen aber, ne, aber die ganz, ganz großen Gewinner, die sind rar, die kommen nicht so häufig vor. Also in dem Moment, also als Daumenregel, wenn ich so 2R, 3R verdient habe, das ist viel Geld, da sollten wir zumindest gucken, dass wir nicht wieder das komplette Geld abgeben. Ja, das ist immer was, worauf ich achte, ne, weil sonst geht das blitzschnell, dass du mal 3R vorne warst. Dann hast du das nicht mitgenommen, dann steigst du ein, dann nimmst du einen negativen Trade mit und schon hast du auf einmal Minus gemacht, obwohl du eigentlich zwei richtig gute Trades hattest. Eine Frage kommt noch nach Euro-Dollar, schauen wir uns direkt an. Aber ja, tendenziell, ja, in dem Moment, wenn wir da ein bisschen Trendmarkt haben. Das in Ordnung, also hier zum Beispiel Stunde, ne, sehen wir also auch, dass wir hiermit sehr schön so diese größeren Ausschläge abgreifen können. Na, ihr seht, der Euro-Dollar, der ist teurer als ein Index, ist aber einfach, weil die Währungspaare, sagen wir, nach der Griechenland-Krise deutlich nachgelassen haben. Na, ihr könnt euch vorstellen, während der Griechenland-Krise 2011, 2012, 2013 hat es bis dann hat das nachgehallen. Da war es tatsächlich so, da haben wir im Euro-Dollar 180 Pips durchschnittliche Tagesschwankung. Jetzt haben wir 40, 50. Das seht ihr daran, wenn wir in die Minute gehen. Ne, ihr seht, dass die Kerzen teilweise sehr klein sind. Ja, und dementsprechend, ne, wir müssen ja immer die Kosten nicht schaffen. Aber ne, ruhig mal so in den 5 Minuten geht, dem Moment seht ihr auch, weil der Euro-Dollar hat häufig mal so Phasen, wo er im Trendmarkt geht. Manchmal ist er auch ein paar Tage komplett seitwärts. Da muss man ein bisschen darauf achten, ne, dass man, aber das werdet ihr sehen. Ja, der Indikator, der könnte ja im Prinzip auch hier zurückgehen. Und euch einfach mal halt so ein Währungspaar anschauen. Ja, aktuell ist der Euro-Dollar volatiler als sonst. Ne, und das ist dann natürlich ganz genau das, was wir brauchen. Ne, dass wir hier oben ja sogar relativ frühzeitig Short reinkommen, wenn er dann so abrauscht. Das ist für den Indikator optimal. Ja, oder auch jetzt hier, Beispiel heute. Ja, funktionieren richtig gut. Warte, zeige ich euch eben hier. Zoomen noch hier rein. Ja, also gerade auch, also mal zum Beispiel, wenn ich sage, ich warte die amerikanische Session ab, dann habe ich natürlich hier vor nichts gemacht. Ist aber nicht schlimm. Der Einstieg kommt, der kommt hier. Ist er hier drunter, habe ich hier schon mal einen guten Trade gemacht. Ne, wenn ich Short einsteigen möchte, habe ich den Einstieg hier. Also übrigens, das kann im Prinzip auch sein, dass wir hier zwischen Rot und Grün keine graue Kerze haben. Ist nicht schlimm. In dem Moment kommt das direkt hinter die nächste Kerze. Ja, das heißt, also dann kommt der SL hier hin und dann habe ich hier den Short-Einstieg und habe hier natürlich dann auch schon wieder ein R mindestens verdient hier runter. Aber wie gesagt, ich meine, jetzt im Prinip, wir haben aktuell auch einen guten Markt. Ne, das muss man auch fairerweise sagen. Es gibt immer Tage, die laufen dort schlechter. Ne, ich sage immer, in dem Moment, wenn wir natürlich so einen Markt haben, der so gut läuft, da sollten wir Geld verdienen, weil wir werden es brauchen, dass wir einen Puffer aufbauen. Für Tage, wo tatsächlich da mal da ein Fehlsignal kommt, da eins kommt. Ne? Also die Gelddruckmaschine haben wir natürlich hier auch nicht. Ne? Also es soll in keinster Weise so klingen.
Aber ich denke einfach am aktuellen Markt, an den Beispielen, konnte ich dir schon zeigen, dass das, ich sag mal, relativ einfach umzusetzen ist, was ich immer gut finde. Dann macht man es auch. Ja, und dass man da relativ schnell sich auch in Trendrichtung dann positionieren kann. Frage kommt nach Gold. Ich persönlich handle kurzfristig Gold fast gar nicht. Deswegen müssen wir, also bin ich auch mal jetzt mal gespannt, wie es aussieht im Gold. Schauen wir. So, wir haben wieder im Stundenchart, ja, würde ich jetzt eher mal sagen, ist so ein bisschen Seitwärtsmarkt. Wir haben hier vorher einen etwas stärkeren Trendmarkt gehabt. Also hier in dem Bereich, ja, sehen wir, dass wir eigentlich so bis hier im Trendmarkt waren. Jetzt hier sehen wir eigentlich im Seitwärtsmarkt. Da haben zwar mal dann hier so eine Kerze, die mal nach oben geht. Ne, nochmal so Kerzen, die sehr stark schwanken, aber tendenziell, wenn wir hier so einen Linien durchziehen, sind wir relativ seitwärts. Also können wir da für uns jetzt untergeordnet im kurzfristigen Bereich nicht sagen, ich möchte jetzt eher long oder eher short. Können im Prinzip in beide Richtungen handeln. Ich gehe jetzt mal in 5 Minuten, müssen wir mal gucken, wie das da mit den Kosten ist. Ja, ihr seht, Gold ist deutlich teurer, ne? Weil das sind jetzt 5 Minuten Kerzen. Ich gehe jetzt mal auf die 1 Minute. Ihr seht jetzt hier, ja, dass wir schon teilweise gute Marktbewegungen haben, aber die Kosten sind hier, ist fast eine ganze Minutenkerze. Ja, das heißt, also ich brauche hier tendenziell eine ganze Minute und muss dann richtig liegen, bis ich da aus den Kosten raus bin. Also von daher so auf den ersten Blick würde ich im kurzfristigen Bereich halt eher ein Index oder Währungspaare handeln, als jetzt zum Beispiel Gold. Ja, also ist immer für mich ist immer interessant, relativ simpel, wenn wir so eine Tagesschwankung haben. Ne, und wir haben die Tagesschwankung, die ist so. Und wir haben Kosten, ja, mit den beiden Linien, die sind so. Dann ist das für mich deutlich interessanter, als wenn ich halt eine Tagesschwankung habe, die ist so. Ne, und die Kosten, die sind so. Also das heißt, das möchte ich im Verhältnis setzen. Ja, für mich ist also nicht interessant, dass zum Beispiel der US-30, also der Dow Jones, dass der 1,5 Punkte kostet und der DAX kostet 1,2, weil da sagen mich viele Trader auch, der Dow Jones ist ja teurer. Die 1,5 Punkte verteilen sich aber auf eine Schwankung, die ist so hoch und die 1,2 auf eine Schwankung, die ist so. Also der DAX schwankt bei weitem nicht so stark wie ein Dow Jones. Das heißt für mich zum Beispiel relativ gesehen, der Dow Jones optimal. Zwar 1,5 Punkte, obwohl das auch richtig günstig ist, ne? Aber halt auf eine sehr schön hohe Volatilität. Also, ja, danke der Nachfrage auch. Mir ist der Einstieg noch nicht ganz klar. Kannst du es nochmal darstellen oder wird das Video aufgezeichnet? Also auf der einen Seite, es wird aufgezeichnet. Auf der anderen Seite möchte ich es im Prinzip nochmal kurz zeigen. Also, wir zoomen mal hier rein, dass man das ein bisschen besser sehen kann. Und zwar sind für uns die Einstiegskerzen sind immer die rot- oder grünen Kerzen. Ja, das heißt, wir haben drei Arten von Kerzen. Wir haben hier Grau, wir haben Rot und wir haben Grün. Ja, und jetzt nehmen wir mal an, wir hatten eben gesagt, also jetzt haben, gut, das ist jetzt Gold, spielt keine Rolle. Sagen wir mal, wir sind übergeordnet im Aufwärtstrend, wir möchten long reinkommen. Und wir sehen, dass der Kurs hier anfängt zu steigen. Und dann wartest du ab, bis die erste grüne Kerze kommt. Und die Kerze wird sofort grün, wenn die aufmacht. Ja, das heißt also, du siehst direkt bei Öffnung der Kerze, ob wir ein Long-Signal haben oder ob wir ein Short-Signal haben. Das heißt also, in dem Moment würden wir hier, der Kurs kommt hier so hoch, und dann würdest du warten und gucken, okay, wann kommt die erste grüne Kerze? Die kommt hier, und dann mit Öffnen der grünen Kerze würdest du also dann entsprechend hier einsteigen, und der Stop-Loss kommt dann entweder unter die nächste Kerze, wenn es eine rote wäre, direkt darunter, oder aber, wenn du graue Kerzen hast, dann quasi unter die letzte graue. Das heißt also, jetzt hier hätten wir eine graue. Dann würden wir den SL hier drunter setzen. Wäre zum Beispiel diese rote Kerze, wäre die auch noch grau, dann würden wir den Stop-Loss hier drunter setzen. Mal gucken, ob wir hier, na, ich gehe nochmal in Dow Jones, da haben wir, glaube ich, ein Beispiel, wo wir das so haben. Nochmal eben, wo ist 30? So, wo haben wir denn? Da haben wir eine, haben wir denn hier ein paar mehr hier zum Beispiel.
Hier zum Beispiel. Ja, wir kommen hier unten von Rot. Also, ne, nehmen wir mal an, wir gucken zu. Hier ist der Kurs. So, jetzt sehen wir Rot. Und jetzt warten wir auf das Long-Signal. Dann sehen wir, dass hier nochmal zwei Graue kommen. Dann kommt hier mit dieser grünen Kerze kommt das Long-Signal. So, da steige ich ein. Ja, und dann gucke ich halt, okay, hier ist eine Graue, da ist eine Graue. Erst dann kommt die Rote und dann kommt der Stop-Loss unter die graue Kerze. Ja, und das hat wiederum den Vorteil, dass wir einen relativ engen Stop haben. Und dann natürlich muss man darauf hoffen, dass der Kurs auch dann steigt. Also durch hier, also das ist natürlich das perfekte Beispiel, wie wir es gerne immer hätten. Ja, das ist ganz klar, das kriegen wir nicht immer hin. Aber einfach mal so, dass wir sehen, das ist ja jetzt heute, 2. November, das wäre quasi so das mustergültige Beispiel, wie wir es brauchen. Genau, hast du richtig zusammengefasst, genau, mit dem Farbwechsel erfolgt der Einstieg. Wie gesagt, wichtig ist, dass wir bei den grauen Kerzen nichts machen. Die grauen Kerzen, die sind nur dafür da, dass wir einen Stop-Loss haben. Ja, weil das ist ja genau das, was ich sagte. Mir bringt es nichts, dass ich nur einen Indikator habe, der mir sagt, Long oder Short. Sondern wichtig ist für mich halt immer dieses komplette Setup, dass ich also habe, ja, wenn ich einsteige, wo kommt der Stop-Loss hin und wo kommt dann der Take-Profit hin, oder dass ich immer die Chance habe auf ein Vielfaches. Ja, das ist für mich ganz wichtig. Oder hier, wenn man halt hier ein bisschen später einsteigt, ne, dann wäre halt hier die Möglichkeit gewesen, nach der grauen Kerze hier entsprechend long einzusteigen, Stop-Loss unter die graue Kerze hier. Ne, und dann ist genau das, wie er dann entsprechend wieder läuft. Also in dem Moment, ne, wenn man einen gewissen Trendmarkt haben, ist das im Prinzip richtig interessant. Und das war jetzt 5 Minuten in Dow Jones, DAX, wo wir sehr günstige Konditionen haben. Da gerne mal ausprobieren. Minutenchart, ne, richtig interessant. Gehen wir nochmal jetzt hier auf den aktuellen Kurs. So haben wir hier drauf. Ja, und wie gesagt, wenn hier zwischendurch die grauen Kerzen sind, da würden wir nichts machen, ne, sondern gerade sowas im Minutenchart kann man wunderbar laufen lassen. Also das sind die Tage, na, wo man halt Geld verdienen sollte, weil auch immer wieder Tage kommen, na, wenn der Markt halt sehr stark seitwärts geht, wo man halt auch dann erstmal vielleicht ein, zweimal einsteigt und dann erst merkt, oh Gott, wir sind im Seitwärtsmarkt. Na, das kündigt sich leider nicht so an oder ist nicht so eindeutig, wie wir es im Nachhinein sehen. Na, aber deswegen ist es halt wichtig, wenn der Markt läuft, dann müssen wir natürlich auch gucken, dass wir dann entsprechend Geld verdienen in so einem Markt. Ja, also von daher nochmal einfach, das sind so die wichtigen Punkte. Wir wollen beim Farbwechsel einsteigen. Wir wollen dann hinter die grauen Kerze den SL legen. Wichtig, wir wollen auf ein Vielfaches handeln von dem Risiko, was wir eingehen. Ne, in sehr günstigen Instrumenten, wie zum Beispiel Dow Jones, DAX, 1-Minuten-Chart kann man bis dahin runtergehen. In dem Moment, wenn die relativ gesehen, also auf die Schwankungen gesehen, teurer werden, ne, dann eher in 5 Minuten oder vielleicht sogar Stunde, wenn man dann Gold handeln will oder sowas. Ja, und dadurch, dass der Indikator nicht nachzeichnend ist, also sondern in der Sekunde, wie die Kerze öffnet, die gleiche Farbe hat, wie sie auch im Nachhinein bleibt, kann man den Indikator wunderbar nachprüfen und dann auch die Instrumente raussuchen, wo man sieht, aha, da funktioniert er besser, im anderen vielleicht nicht so gut. Und gerade halt auch, wenn du so von der Trendtheorie überzeugt bist, ist das wirklich ein ganz tolles Ding. Und sonst keine Fragen sind, wirst gerne dafür anmelden. In dem Moment, wenn du dann ein Echtgeldkonto hast, kannst du auch gerne ein, zwei Wochen im Demokonto testen, dass man so ein bisschen das Marktgefühl bekommt. Wenn dazu Fragen sind, gerne melden oder auch mal ein Bildschirmfoto schicken, wenn da noch Fragen sind. Ansonsten gerne alle 2 Wochen werde ich hier dann auch live handeln und dass wir dann auch die Einstiege nutzen werden. Und dann könnt ihr auch immer direkt eure Fragen stellen. Also Frage kommt noch, ob der Indikator auch mit einem Algo gehandelt werden kann. Gucken wir, sind wir auch dabei? Aktuell noch nicht, ne, weil natürlich beim Algo ist immer schwierig, dass man, ich sag mal, diese Fehlsignale, die man als Händler relativ einfach sieht, das dem Algo beizubringen, das ist gar nicht mal so einfach. Ne, einfach, wenn man daran denkt, wie bringe ich dem Algo bei, was ist ein Trend, was ist kein Trend, super schwer. Ne, für einen Händler, der schon etliche tausend Male auf den Chart drauf geschaut hat, der sieht es
deutlich schneller, als es mittlerweile noch ein Algo kann. Und deswegen ja auch aktuell noch auch zum Beispiel die künstliche Intelligenz im Trading-Markt. Ja, es gibt zwar immer wieder Videos dazu, aber wenn man die mal einsetzt, sieht man, dass es doch nicht so funktioniert. Na, einfach weil die Märkte sich stark ändern und tatsächlich, also noch zumindest, sind wir als Trader ein deutlich besserer Indikator, als das eine KI kann. Warum? Weil der Markt sich einfach immer wieder ändert. Ne, wenn die Märkte immer gleich bleiben würden, dann wäre die KI unschlagbar, weil eine KI lernt durch große Datenmengen. Aber dadurch, dass sich der Markt immer wieder ändert, ist das, also diese Kombination zwischen Indikator oder zwischen Handelssystem und Mensch aktuell noch die beste, aus meiner Überzeugung. Wenn sonst keine Fragen sind, dann von meiner Seite vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wenn im Nachhinein Fragen sind, einfach auf die Einladungs-E-Mail von FXFed antworten, wird mir weitergeleitet. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr schon ein bisschen ausprobieren könnt, wenn euch das hilft. Ja, und gerne dann auch, dass wir uns in 2 Wochen wiedersehen, gleiche Uhrzeit. Ja, und dann werden wir auch immer gucken und dann können wir auch gerne mal vergangene Trades besprechen, dass man dann sehen kann, war das Setup gut oder aus welchem Grund hätte man eingestiegen oder wenn man nicht eingestiegen. Ja, perfekt. Ich schließe mich hier den Feedbacks im Chat mal an. Vielen Dank für das Webinar heute. Ich freue mich schon auf das nächste in 2 Wochen. Alle, die sich registriert haben, sind ja automatisch schon für den nächsten Termin oder für die nächsten Termine registriert. Von daher kriegen Sie da eine Erinnerungs-E-Mail. Ansonsten, wie Marc schon gesagt hat, bei Fragen einfach an uns sich wenden und wir leiten das entsprechend weiter. Also, dann verabschiede ich mich schon mal, wünsche natürlich noch einen erfolgreichen Tag und morgen natürlich auch. Und ansonsten passen Sie auf Ihre Positionen auf. Vielen Dank, Marc, und du hast gerne das Schlusswort. Ja, danke von meiner Seite. Gute Trades und ich freue mich auf die nächsten 2 Wochen, besonders in 2 Wochen, Donnerstag wieder 15:15 Uhr. Super, ciao.